So. Leuchtturm. Oppi, du und ich, wir haben jetzt ein Gespräch. Hier ist die Säure, das sollte mehr als genug sein. Aufgabe beendet. Geschichte. Ich brauche eine goldene. Toll. Was hat man davon, wenn man den Leuten hilft? Nichts. Nichts und wieder nichts. Nichts und nochmal nichts. Oh, nee, nicht den Baum fällen. Kostenloser Baum. Ich merke und spüre, wie eine Migräne ins Land zieht. Okay. Warum? Joach, kein Problem. Die Deichsel schon hat. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Irgendwie. Nächsten Tag ist schließlich wieder Beten dran. Also ich kann mein neues Gebet ausprobieren. Bete euch in Grund und Boden. So, das heißt, wir gucken jetzt mal rüber NPCs. Rede noch einmal mit Gary. Okay, dann reden wir noch einmal mit Gary. Mit Kerzen kommt doch besser. Ja, ich habe ja auch Kerzen. Gary! Irgendwelche Ideen, wie ich an Cognac komme? Oh ja, du musst einfach nur ein altes Fass ausgraben. Kannst du mir etwas mehr dazu erzählen? Das gehört dem alten Friedhofsretter. Wir haben die ganze Zeit zusammen gesoffen. Wo soll ich genau suchen? Grabe Erdhügel zwischen dem Dorf und dem Leuchtturm aus. Es ist nicht viel Cognac übrig, also sei leise. Warum soll ich das denn unbedingt machen? Sagt, weil ich wohl kaum mit meinen Zähnen graben kann. Aber zubeißen, Arschloch. Okay, okay, aber danach erzähle ich dir eh etwas ganz Wichtiges. Erdtaufen zwischen dem Dorf und dem Leuchtturm. Kann ich schon port? Leuchtturm. Dann kurz rein, ich würde nochmal was gucken. Ja. Erdhügel. Wo haben wir hier ein Erdhügel? Ein Totenschädel. Was ist das denn? Kann ich die kostenlos benutzen? Oh, schade. Hügel, da ist noch ein Hügel. Yay, noch eine rostige Axt. Die habe ich mir schon immer gewünscht.
Oh, da ist noch ein Hügel. Lalalalala. Pass auf, jetzt zerbricht wieder meine Schaufel. Oh, ich halte es nicht mehr aus. Wo ist mein Cognac? Schau mal, etwas Großes aus Metall. Heiliger Sand, das kann doch nicht sein. Die archäologische Maschine des Friedhofswärters. Von deinem Freund, der den Cognac vergraben hat? Nein, der kam vor ihm. Ein cooler Erfinder und Zombie-Macher. Und glaub mir, diese Maschine ist viel nützlicher als ein einfaches Fass Cognac. Mhm. Ich bin verwirrt. Wie viele Friedhofswärter gab es? Das ist ein echter Schatz. Mann, damit kannst du sogar nach Hause zurückkehren. Wie läuft denn da unten lang? Oh oh. Grab es schnell aus. Friedhofswärter, halte ein! Verdammt, bis später im Keller. Nur Landbesitzer dürfen auf den Ländereien des Dorfes graben. Außerdem ist alles auf den Ländereien des Dorfes Allgemeinbesitz. Hm, hör mal, wie wäre es mit... Tut mir leid, aber du bist zu arm, um mich zu bestechen. Hast du eine Ahnung, wie viel Kohle ich habe? Und für Weihnachten legen wir alle zusammen und schenken dir eine glänzende Axt. Oh, Fiana, das ist aber toll. Deine Wünsche sind so bescheiden. Ich weiß, Alisea. Ich weiß. Verlang nicht viel. Rede mit Gary über die Maschine, die du gefunden hast. Gut. Ja, doch, war schon der Richtige. Dahin, nein. Auf nach Hause. Auf zu Gary. Nur ein bisschen Liebe und Knoblauchhack. Wegen der Maschine. Ich hab's. Kaufe einfach ein wenig Land und baue eine Taverne. Und eine Taverne. Hm, warum keine Riesenpalast? Die Taverne ist doch nur zum Schein, Dummerchen. Wir haben den Keller aus... wir heben den Keller aus und benutzen die Maschine. Außerdem kannst du damit ein wenig Geld machen. Wissen von der Maschine und Geld von der Taverne. Aber was springt für dich dabei raus? Nichts, das glaube ich kaum. Nun, vielleicht erzählt uns die Maschine etwas über meine Vergangenheit. Kaufe Hora, trink etwas Land ab. Wieso glaube ich ihm nicht? Ein plappernder Schädel mit Gedächtnisverlust. Ah, der siehst du, der will jetzt nichts mehr von mir. Gut. Gut, gehen wir ihm hin. Gucken wir nochmal an. Nein, das kannst du nicht. Nun die Liebe von dir, das Knoblauchhack von mir. Na klar doch, mal sehen. Steuern, Gebühren, Servicezuschlag. Das wären dann... What? Ich glaube, du hast das Komma an der verkehrten Stelle gesetzt. Du machst Witze, oder? Das ist das Gesetz, aber ich kann dir einen kostenlosen Ratschlag geben. Kaufen das Land im Namen eines armen, alten Dorfbewohners. Das gibt dann einen festen Rabatt. Jemand wie Diggo. Okay. Dann gehen wir mal zu Diggo. Den geilen Spinner. Der jetzt noch da am drauf sitzt. Diggo! Diggo! Hugo! Er sitzt noch, er sitzt noch. Tralalalala. Ding dong, bing bong. Ich bin der Diggo. Bin ich der Diggo? Wegen dem Grundstück. Kuchen, Kuchen musst du mal versuchen. Diggo, es macht dir doch nichts aus, wenn ich in deinem Namen ein Stück Land kaufe, oder? Kuchen, Kuchen musst du mal versuchen. Ich will dort eine Taverne bauen. Kuchen, Kuchen musst du mal versuchen. Nee, macht dir hoffentlich nichts aus. Wow. Das ist hart. Das ist eigentlich schon gesetzeswidrig. Pass auf, wenn die Taverne da ist, macht da, entpuppt er sich als fetten Geschäftsmann.
Ja. Stille Wasser sind tief. Na klar, sag mir, er ist doch körperlich fit und gut gelaunt, oder? Ja, was seinen Geisteszustand angeht. Armer alter Diego. Wenn du nur wüsstest. Auch egal, das Grundstück kostet 30... Boah! Hier, nimm. Ach ja, wer kann mir eigentlich dabei helfen, eine Taverne zu bauen? Was? Du willst mein Konkurrent werden? Das ist... Keine Sorge, ist nur eine hypothetische Frage. Corey und sein Bruder Tresse, das sind unsere Spezialisten. Dankeschön. Ciao. Kenn ich die schon? Ah, oh, ist schon zu spät für die. Ei. Okay, jetzt bin ich gerade überlegen. Also, wenn ich jetzt für jemanden anderen ein Stückchen Land kaufe, kriege ich einen festen Rabatt. Nein, nein, ich rede jetzt gerade von der Wirklichkeit. Alter, was man da für einen Schmuh machen könnte. Heinz ist auch schon wieder fertig mit Arbeiten. Das ist der beste Zombie, den ich habe. Da. Ich fühle mich euer Frist. Bei. Ist auch ein anderen Spruch drauf. Oh, jetzt holen wir uns die Gerdsun. Und das neue Gebet. Siehst du, ich glaube nur einmal bei dem, ne? Und bei dem anderen vielleicht zweimal. Hier. Ich glaube mal zwei. Hier nur glaube mal eins. Ne? Da 100% Predigteinnahmen und Glaube, ne? Und da nur Hälfte. Ist schon. Naja, ist schon krass. Nein, ich werde das Gute mitnehmen. Gucken, ob ich schon beten kann. Ja. Let's do it. Unsere Kirche ist klasse. Jetzt hat man schon ein besseres Gebet, weißt du, und er labert immer noch den gleichen Scheiß. Oh. 28. Zwei hat er schon automatisch aufgehoben. Zum Glauben. Mal gucken. Trotzdem Spenden gesammelt, nur 8. Oh. Ah, aber immerhin. Wir werden immer reicher, Leute. Oh. Bald kann ich mir einen Swimmingpool kaufen und drinnen baden. Und nicht einfach so in klares Wasser springen. Ja, wo ist da der Unterschied? Genau. Diese Vorstellung, es ist so geil. Deswegen liebe ich Pen and Paper, diese Fantasie, die man dabei hat. So awesome gewesen.
So. Muss ich mal kurz gucken. Ich würde nämlich gerne meine Kirche noch mal so ein bisschen tunen. Sitzbänke. Weiche Kirchenbänke. 20 Glauben, 9 Glauben fehlt mir. Das war ja die Reaktion. Zack, Wasser. Das ist so geil gewesen. So geil. So. Meisel muss ich aber noch fertig machen. Hat immer so viel Energie. Anstrengende Arbeit. Naja, es ist kein Holz. So. Okay. Abstand hier. Habe ich schon mal zusammen. Aber wenn schon, denn schon Set. Gesundheit, mein Schatz. Hast du es genossen? Sehr schön. Jetzt Kirchenbänke. Wir tunen. Wir tunen die Kirche, um mehr Geld zu verdienen. Die Kirche da schon mal drauf gekommen ist. Was brauche ich dafür? Seide? Oh. Seide kann ich nicht selbst herstellen. Oh. Seht ihr? Das Spiel hatet mich. Das Spiel hatet mich permanent. Oh, wen haben wir denn da? Oh, meine Frau ist auf Platz 1. Dann kommt Jana auf Platz 2. Platz 4 ist Alisea und Platz 5 ist Diusku. Nicht schlecht. Ihr seid echt gut. Fiana, wir haben uns ja gerade ein Med gegönnt. Das ist ja echt nicht schlecht. Aber da, der Honiglikör ist besser. Ey, das ist Dantefang. Das ist Dantefang. Nein. Ja, ja, das ist Dantefang. Also nur noch knapp. Ja, wir wissen nicht, was Platz, aber nur noch knapp Platz 5, ne? Hast noch ein paar Pünktchen nach oben, wa? Haben wir das? Heinz? Kohl, Rüben, Linsen, Kürbis, habe ich gar nichts. Karotten haben wir genug. Ach komm, mach ein bisschen. Kohl. Ja, hast du so wundervoll gemacht. Kann ich aber Todeswert schon da? Nee. Oh.
kommt sie. Beweg dich, Troller. Los, schneller. Los, los. Und da kommt doch der Händler. Ne? Ja, nee, ist der Bischof. Beweg dich da hoch. So. Oh. Hi. Was willst du? Ich will dich nicht heiraten. Ich bin Friedhofswärter und wollte dich etwas fragen. Ich verstehe. Weißt du eigentlich, wie oft ich mir so ein Gemurmel anhören muss? Ich habe keine Zeit für dich, Kleiner. Komm zurück, wenn du etwas Selbstvertrauen gewonnen hast. Aber, ciao. Sei gegrüßt, mein Freund. Darf ich dich für einen kurzen Moment belästigen? Ach, jetzt auf einmal kannst du mit mir reden, ne? Was hat Frau Anmut dir erzählt? Dass ich verschwinden soll. Ah, immer die Unnahbare. Sie redet nicht mit jedem. Ich bin ja auch nicht jeder. Ich bin der Friedhofswärter. Und außerdem Prior der Kirche. Ich bin ein bekannter Poet in bestimmten kleinen Kreisen. Mein Name ist Wagner. Eines Tages trage ich ihr eines meiner Werke vor und dann werden wir... zunächst muss ich es schreiben und wir sind katastrophöserweise Papier und Tinte ausgegangen. Kannst du mir wohl welche besorgen? Hier ist kein Problem. Habe ich genug. Wie viel brauchst du denn? Perk-Journalist, du hast eine neue Technologie freigeschaltet. Bin ich nicht schon Journalist? Einmal Tinte und 10 Papier. Okay. Können wir locker besorgen. Haben wir. Kann ich herstellen. Und einmal Tinte habe ich noch. Meine Frau sagt, ich muss Glauben mitbringen, ja? PC. Steht nicht drauf, wie viel, deswegen. Nimm mal 20 mit. Wir brauchen nur Tinte, ne? Tinte. Damit es was auf dem Füller gibt. Und 10 Papier war das. Knapp 1000. Ja, das schaffst du in 2 Tagen. Freut mich. Aber nach Produktion wird noch was dauern. Ja, Schatz. Ich muss aufwarten. So.